Ja, Professor Alt, Sie sind Lehrstuhlinhaber und Leiter der Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Regensburg. Nach Ihrer medizinischen Grundausbildung an der Universität Heidelberg und Zwischenstationen in den USA und in Frankreich absolvierten Sie Ihre Facharztausbildung an der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie in Gießen. Ihre klinischen Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Frakturen und Verletzungen des Bewegungsapparates. Ein besonderes Augenmerk setzten Sie hierbei auf die Polytraumaversorgung, die Behandlung von Infektionen nach offenen Knochenbrüchen und Gelenkprotheseninfektionen sowie der Versorgung von Schenkelhalsbrüchen. Neben Ihrer ausgewiesenen klinischen Expertise zeichnet Sie auch ein lebendiger und engagierter Forschergeist aus. Können Sie kurz Ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet beschreiben? Womit beschäftigen Sie sich gerade? An einer Universitätsklinik hat man drei große Bereiche abzudecken. Das ist die Patientenversorgung, die Forschung und die Lehre. Bei der Patientenversorgung kümmern wir uns um Patienten mit jeglicher Art von Verletzungen, von der Halswirbelsäule bis zur großen Zehe, wo nämlich natürlich Motorradfahrer, Autounfälle, Schulunfälle, aber letztendlich auch der Sturz der alten Dame hinsichtlich der Alterstraumatologie ist für uns tägliches Brot. Im Bereich der Forschung habe ich eine Laborstruktur, die es mir erlaubt, Untersuchungen zur Verbesserung der Knochenbruchheilung und vor allem auch im Bereich von Infektionen zu machen. Unsere Motivation in dem Bereich ist die Behandlung für die Patienten, was Knochenbrüche und auch Infektkomplikationen anbelangt, zukünftig verbessern zu können. Infektionen mit Bakterien und vor allem multiresistenten Bakterien sind zu einem ernsthaften Problem im Gesundheitswesen geworden. Der jüngste Bericht der Weltgesundheitsorganisation passt in seinem Überblicks- und Analysereport zur klinischen und präklinischen Entwicklung antibakterieller Wirkstoffe zusammen. Die klinische Pipeline und die derzeit zugelassenen Antibiotika reichen nicht aus, um die Herausforderungen der zunehmenden Entstehung und Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen zu bewältigen. Und weiter, seit 2017 wurden 11 neue antibakterielle Medikamente zugelassen. Insgesamt haben die neu zugelassenen Wirkstoffe einen begrenzten klinischen Nutzen gegenüber der bestehenden Behandlung, da über 80% aus bestehenden Klassen stammen, in denen Resistenzmechanismen gut etabliert sind und ein rasches Auftreten von Resistenzen vorherzusehen ist. Wie sehen Sie die Zukunft in diesem medizinischen Umfeld und sehen Sie Handlungsbedarf in Ihrem unmittelbaren Tätigkeitsbereich? Leider ist das Problem der Resistenzentwicklung bei den Bakterien in den letzten 30 Jahren wirklich sehr groß geworden durch den übermäßigen und teilweise auch unüberlegten Einsatz der Antibiotika, sodass wir heutzutage mit der Situation konfrontiert sind, obwohl wir 30, 40 verschiedene Antibiotika haben, dass es teilweise Bakterien gibt, die gegen sämtliche Antibiotika resistent sind. Und wenn Sie dann einen Patienten behandeln müssen, der eben einen speziellen Keim hat, gegen den kein Antibiotikum mehr wirkt, ist es eine ganz schwierige Herausforderung, sowohl für den Behandler, aber vor allem natürlich für den Patienten, sodass in diesem Bereich ein dringlicher Handlungsbedarf gegeben ist. Diese erwähnte Zahl von 11 neu entwickelten Antibiotika der letzten 4 Jahre ist natürlich sehr wenig und zeugt eben auch davon, wie dringlich der Handlungsbedarf in diesem Zusammenhang ist, auch alternative Therapieoptionen zu entwickeln. Sie beschäftigen sich nun schon seit mehr als 20 Jahren mit der Verwendung antibakterieller Substanzen zur Hemmung der mikrobiellen Besiedlung von Biomaterialien und Implantaten. In einem wissenschaftlichen Bericht aus dem Jahre 2004 haben Sie eine In-vitro-Bewertung der antibakteriellen Eigenschaften und Zytotoxizität von nanopartikuliertem Silberknochenzement vorgenommen. In einer anderen wissenschaftlichen Veröffentlichung aus dem Jahre 2017 haben Sie in einer Risiko-Nutzen-Analyse die Sicherheit und Wirksamkeit antimikrobiell beschichteter Implantate in der Traumatologie und Orthopädie bewertet.
Welche Rückschlüsse konnten Sie aus Ihren bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem Bereich ziehen? Die grundsätzliche Problematik in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Bakterien gerne Oberflächen besiedeln. Das bedeutet für uns in der Medizin, dass in dem Moment, wenn wir Implantate im Körper einsetzen, wie zum Beispiel Hüftprothesen oder auch Platten und Nägel für die Frakturversorgung, dass wir immer mit der Gefahr zu kämpfen haben, dass die Bakterien diese Oberflächen besiedeln. Dies liegt vornehmlich darin begründet, dass die Bakterien auf der Metalloberfläche einen sogenannten Biofilm bilden, was bedeutet, dass sie sich in einer Art Schleimproduktion auch einnisten können und dieser Biofilm sie vor den Angriffen des körpereigenen Immunsystems und von der Antibiotikatherapie entzieht, sodass diese grundsätzliche Problematik letztendlich bei allen Implantaten, die wir im Körper einsetzen, bestehen. Und hier in dem Bereich ich auch in der Unfallchirurgie Orthopädie daran forsche und arbeite, diese Problematik mit Beschichtungstechnologien anzugehen. Implantat-assoziierte Infektionen, wie Sie schon ausführten, sind nach wie vor ein großes Problem in der Orthopädie, Traumatologie und die antimikrobielle Funktionalisierung der Implantatoberfläche durch Antibiotika oder andere entzündungshemmende Substanzen hat an Interesse gewonnen. Aktuell scheinen sich antimikrobielle Beschichtungen mit Gentamicin, Jod oder Silber zu etablieren. Welche Vor- oder Nachteile sehen Sie in den verschiedenen Anwendungen? Jede Technologie hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Hinsichtlich der Antibiotika-Beschichtung haben wir den großen Nachteil mit der Resistenzentwicklung bereits angesprochen. Dennoch muss gesagt werden, dass gerade diese Gentamicin-Beschichtung von Nägeln, die wir seit 2011 offiziell schon verwenden können, weil diese Technologie seit 2011 schon etabliert ist, zeigen konnte, dass diese Technologie sicher ist und auch wirksam zur Verhinderung von Infektionen. Und dass wir im klinischen Alltag, zumindest jetzt für diese Gentamicin-Beschichtung der Nägel, keine große Problematik hinsichtlich der Resistenzentwicklung sehen. Nichtsdestotrotz hat Silber in diesem Zusammenhang deutliche Vorteile, weil Silber zum einen ein sehr breites Wirkungsspektrum aufweist. Das heißt, die freigesetzten Silberionen wirken letztendlich gegen alle bekannten Bakterien und auch gegen Pilze. Zusätzlich wird es den Bakterien sehr schwer gemacht, gegen Silber Resistenzen zu entwickeln, weil Silber auf sehr viel unterschiedlichen Wegen auf das Bakterium einwirkt und es deshalb sehr schwierig ist für das Bakterium, sich diesen Effekten zu entziehen, sodass wir beim Silber die gute Kombination haben, sehr breites Wirkungsspektrum und bislang fehlende klinische Relevanz an Silberresistenz. Die AAP Implantate AG hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Implantate auf Titanbasis in einem speziellen Verfahren durch das Einbringen kleinster Mengen an Silberpartikeln mit einer hochwirksamen antibakteriellen Beschichtung versehen werden können. Im Rahmen des Technologietransfers konnten alle präklinischen In-vitro- und In-vivo-Tests erfolgreich abgeschlossen werden. Der letzte Nachweis, der noch erbracht werden muss, ist die sichere und wirksame Anwendung am Menschen. Zu diesem Zweck wird über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg eine klinische Studie durchgeführt, bei der Sie die klinische Leitung übernehmen. Warum haben Sie sich entschieden, diese Verantwortung zu übernehmen und was ist Ihre Motivation? Ich sehe jeden Tag Komplikationen bei Patienten aufgrund von Infektionen. Eine Knochen- bzw. Implantatinfektion ist für den Patienten eine schwerwiegende Komplikation, die oftmals neue Operationen und sehr lange Heilungsverläufe mit sich bringt, sodass ich im Sinne meiner Patienten sehr daran interessiert bin, diese Komplikationen zu vermeiden bzw. auch die Behandlung dieser Komplikationen zu optimieren. Dazu brauchen wir neue Implantate, in diesem Zusammenhang eben eine neue Silberbeschichtung für unsere bereits bestehenden Implantate. Um diese Implantate zur Zulassung zu bekommen, brauchen wir
Daten aus klinischen Studien. Und diese klinischen Studien müssen dann natürlich auch ärztlich und wissenschaftlich begleitet bzw. geführt werden. Und dies sehe ich als meine Aufgabe an, diese Studie zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, um eben mit der Technologie eine offizielle Zulassung zu erreichen, um dadurch die Behandlungsergebnisse für Patienten in diesem Zusammenhang zukünftig verbessern zu können. Gemeinsam mit dem AO Research Institute Davos untersuchten Sie in einer präklinischen Studie bereits die Auswirkungen der Silberbeschichtung der AAP-Implantate AG auf die Knochenheilung. Wie sind die Ergebnisse dieser Studie mit Blick auf die Humanstudie zu bewerten? Und was konnte aus dieser Vorstudie abgeleitet werden? Die Ergebnisse aus dieser Studie sind von unbedingter Notwendigkeit zur Initiierung einer klinischen Studie. Wir müssen solche präklinischen Studien durchführen, um die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich der Verträglichkeit und auch der Wirksamkeit herauszuziehen, um auch rechtfertigen zu können, dass wir mit einer neuen Technologie überhaupt zur Anwendung am Menschen gehen und eine klinische Studie mit dem Ziel einer klinischen Zulassung initiieren. Diese präklinische Studie hat gezeigt, dass die Silberbeschichtung sicher ist und in keinster Weise negativen Einfluss auf die Knochenbruchheilung oder auf den Gesamtorganismus des Tieres nimmt. Wir haben gesehen, dass die freigesetzten Silberionen die Frakturheilung nicht stören. Wir haben gesehen, dass der Knochen, der mit einer silberbeschichteten Platte versorgt wird, genauso gut und genauso schnell heilt wie ein Knochen, der mit einer Standardplatte ohne Silberbeschichtung ausgestattet wird. Und das ist natürlich die Voraussetzung, um eben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch diese gute Verträglichkeit des Implantates dann auch beim Menschen zu sehen. Es ist geplant, die antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie auch anderen Indikationen zur Verfügung zu stellen. Neben der Traumatologie, in welchen anderen Bereichen würden Sie sich diese antibakterielle Beschichtung wünschen? Und welche grundlegenden Eigenschaften müssten für Sie orthopädische oder traumatologische Implantate der Zukunft mit sich bringen? Wie ich bereits vorher ausgeführt habe, so unterliegen Implantate dem generellen Problem, dass Bakterien sich gerne auf der Oberfläche einnisten und über die sogenannte Biofilmbildung sich letztendlich dem körpereigenen Immunsystem und der Antibiotikatherapie entziehen. Diese Problematik betrifft also nicht nur Implantate in der Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern letztendlich jede Fachdisziplin, die Implantate im Körper des Patienten platziert. Das betrifft somit eben auch die Kollegen aus der Herzchirurgie, aus der Gefäßchirurgie, aus der Neurochirurgie, wo entsprechende Implantate wie Herzklappen, Gefäßprothesen oder eben auch neurochirurgische Implantate an der Wirbelsäule platziert werden, sodass dieses Problem der Biofilminfektion nicht nur die Orthopädie und Unfallchirurgie trifft, sondern letztendlich fast jede Fachdisziplin. Deshalb ist eine antimikrobielle Ausstattung der Oberfläche für diese Implantate für jede Fachdisziplin von immenser Bedeutung. In Ihrem Bekenntnis zur Ausrichtung Ihrer Arbeit am Universitätsklinikum Regensburg verlautbaren Sie: Ein Schwerpunkt meiner Forschungsarbeit ist die Entwicklung neuer Implantate für die Unfallchirurgie und die Orthopädie. Mal nach vorn in die Zukunft geschaut, wie stellen Sie sich die zeitlichen Verläufe vor für die Anwendung solcher antibakteriell beschichteten Implantate? Wann erwarten Sie den ersten klinischen Standardeinsatz dieser Implantate? Und wie ist Ihr Blick in die Zukunft generell für die Verwendung solcher Implantate in der Zukunft? Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir heute im Dezember 2021 in der nächsten Woche mit der klinischen Studie offiziell starten können. Mit einem insgesamten Beobachtungszeitraum von 2,5 Jahren werden wir diese Studie führen, sodass wir dann hoffentlich Mitte 2024 alle Ergebnisse zusammentragen können und dann zur klinischen Zulassung kommen können. Generell sehe ich die Entwicklung in diesem Bereich so, dass wir in 10 bis 15 Jahren nur noch beschichtete Implantate einsetzen werden, weil die Beschichtungstechnologien
keine Gefahr für die Patienten bietet, sondern nur mit einem Zusatznutzen ausstattet, der eben auch sehr wichtig hinsichtlich der Reduktion von Infektionsraten zu bewerten ist. Herr Professor Alt, wir bedanken uns für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch mit Ihnen. Als Leiter der Fachabteilung für innovative Technologien der AAP Implantate AG freut es mich besonders, mit Ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, diese neuen disruptiven Technologien den Anwendern nutzbar zu machen und vor allem diese zum Wohle des Patienten einzusetzen und als Standard of Care zu etablieren. Ein ehemaliges Aufsichtsratmitglied der AAP Implantate AG hat vor kurzem geäußert, die Anwendung der Silberbeschichtungstechnologie der AAP in der Traumatologie wird die Welt für viele Patienten rund um den Globus zu einem besseren Ort machen. Ich möchte mich diesem Wunsch anschließen und bedanke mich nochmal herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Lafuente.